Betonauto ist auch da. Eine traumhafte Kombination. So, wir hängen fest. Jetzt brauchen wir die Feuerwehr mit der Drehleiter, damit sie uns hier wieder runterholen. Moinsen, Mittwoch, 4. September. Wie der ganz frühe Morgen angefangen hat, habt ihr im letzten Video unten am Ende gesehen. Ist aber immer noch morgen, das ist noch nicht lange her. Für mich, für euch ja. Ja! Sehr merkwürdiges Wetter. Also der Plan ist, dass wir jetzt heute, also zwei Züge stärken müssen wir. Und wenn es klappt, dann gerne drei heute. Boden und dann wird höchstwahrscheinlich Schluss sein. Es hat ein bisschen geregnet, das ist ja nicht weiter schlimm. Im Grunde genommen ist es sogar ganz gut, dann staubt es nicht so. Aber es ist sehr unbeständig, also Saatkartoffeln wollen wir heute nicht roden. Der alte Spruch ist immer noch wahr, im Regen roden geht immer noch. Das müssen wir jetzt nicht. Schon mal eben Druck aufbauen hier. Und dann fahren Vater und ich die Wagen eben auf dem anderen Schlag, machen den LKW jetzt voll, da wo wir die ganze Zeit Stärke gerodet haben, und die Kipper machen wir auf dem anderen Schlag da in der Nähe voll, wo es sehr schnell mal sehr nass werden kann. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnig ist, erst die nassen Ecken rauszuholen. Gut, also gleich geht's los. Was ein Bild, ey. Können wir mal ein Foto machen. Wo wir hier gerade stehen, Zuwegung. Ich dachte, ich hätte das schon gezeigt, weiß ich gar nicht. Also hier vorne ist fertig, ist auch abgerüttelt, ist aber noch nicht eingeschlemmt, das muss noch gemacht werden. Hier liegt noch ein Bremsstein. Weg damit. Ja, einschlemmen und dann muss es da vorne weitergehen. Aber das Stück ist erstmal schon mal richtig nice geworden hier. Oder was sagt ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Da muss man angeflickt werden, da auf der Ecke muss man angeflickt werden, da an der Mistplatte. Also der Gulli von der Mistplatte selber, der ist fertig. Das läuft alles in Schacht jetzt rein. Da ist eine schöne Aufkantung, also perfekt. Nur dahinter, das muss noch gemacht werden, ne? Ja, also viel Flickkram noch. So, jetzt fängt er schon wieder an zu nieseln. Verdammte Axt. Ja, der Witz an der Geschichte ist, dass hier 40 Liter, Montag stand hier 40 Liter für heute Regen oder 43 oder sowas. Und dann seit gestern kein Regen, null heute, null, null Regen. So, jetzt guckt euch das an. Also der eine Zugstärke muss noch voll für heute. Wenn das dann aufhält, dann machen sie noch einen zweiten Zug, den wir hingefahren haben. Und ansonsten bleibt es bei dem einen und dann ist Schluss für heute. Aber Marien und Raluca waren eben noch trocken, also nicht durchgeregnet, Gott sei Dank. So, Pakete packen. Ina ist schon die ganze Zeit fleißig dabei. Kannst dir nicht ausdenken, ey. Das hat einen Schauer gerade gegeben. Der ist da über die Kartoffeln auch rübergegangen. Jürgen rief gerade an, ob ich vielleicht die Wagen nochmal umstellen kann. Da hinten, wo wir eigentlich wollten, da geht's nicht. Naja, schauen wir mal. Wenn es da hinten sieht, sieht es ja jetzt hell aus. Vielleicht wird der zweite Zug noch voll.
Wir fahren nochmal hin und gucken. So ein Rotz, ey. So, habe 716 eben abgehängt hier, weil der erste Wagen voll ist. Das wird mir zu riskant, da vorne durchzufahren. Der andere Zug ist noch leer. Mal sehen, was das Wetter macht. Ich weiß es nicht. Also, ob wir den dann. Ich werde ihn da gleich nochmal hinstellen und dann gucken wir. So, zieh, Junge. Hossa, 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 hossa. Scheiße. Wo ist meine Spur? Gut, dass ich umgehängt habe. Das hätte bei dem 716 nicht funktioniert, definitiv nicht. So, jetzt muss es eigentlich wieder leichter gehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt durchkomme. Scheiße. Ah. Oh, oh, oh. Einmal ist keinmal. Einmal darf ich, ne? Aber nicht nochmal dieses Jahr. Oh, fuck. So, jetzt hole ich mir den 716. Solo. Jürgen kommt eben mit dem Auto hierher. Die haben das Auto ja mit. Dann kann er mich eben mit dem 716 hängen wir davor mit rausziehen, hoffe ich. Den hinteren Wagen habe ich abgekuppelt. Boah, leck mich fett. Das, also, das muss hier noch mehr Regen gegeben haben als zu Hause. Scheiße. Hier war ja noch alles schön. Oh. So, jetzt habt ihr was zu lachen. Bitteschön. Fuck, ey. Aber komm nicht auf die Idee, uns zu behaupten, das war Absicht. Das war keine Absicht. Ich habe wirklich geglaubt, dass das funktioniert. Shit. Oh. Das ist nicht zu glauben. Hier staubt das. Meine Güte, ey. Wir kriegen den nicht raus. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir kriegen den scheiß Wagen da nicht raus.
fahre jetzt erstmal den hinteren hin, dass der voll wird, dann die anderen beiden, dass die weitermachen können und dann muss ich mir jemand anders suchen, der mit dem anderen Träger noch mit herkommt. Wer auch immer. Keine Ahnung. Scheiße. Ah. So, den alten Akkuleinerzug, den stellen wir jetzt da hin. Dann versuchen wir den vollen Wagen mit nach Haus zu kriegen und dann den anderen 724 abkuppeln. Oh Mann, ey. Das ist doch nicht mal Montag, das ist Mittwoch, Alter. Gibt's doch nicht. Ein Loch ist das, ein Loch und da steckt er drin. Scheiße, so doof. So, dann wollen wir den vollen Wagen auch noch mal versenken. Da haben wir wenigstens beide von den neuen fest. Ah! Herrschaftszeichen. Voller steht ja noch im Loch. Dieser ist voll. Die beiden werden bis Mittag noch voll. Und dann kommt Jens mit dem LKW hier wieder her, machen den auch noch voll. Da haben wir für morgen für Wietzendorf und dementsprechend auch für diese Woche für Wietzendorf alles fertig. Wenigstens was. Ja, das ist so warm. 22 Grad und so eine Scheiße. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Oh. Du Fuchs, ey. Dann wollen wir den Mietschlepper auch einsauen. Richtigen Geschirr funktioniert das auch. Beim ersten Anlauf nicht, aber beim zweiten. Meine Güte, echt. Quatsch, den Aufriss. So, Jens ist auch wieder auf dem Feld, 12 Uhr ist es. Ich habe eigentlich gedacht, wir nehmen die Wagen mit, aber von hier aus sieht das so aus, als wäre der hinteren erstens noch nicht voll und zweitens. Ich stehe jetzt auch nicht weg, weil Jens auf dem Weg steht. Und ich
Also machen wir das Nachmittag. Die wohnen jetzt noch bis 20 nach 12 hier weiter und dann kommen die auch zum Mittag. LKW, das wurde gerade gekommen. Dann kann er ein Stück zurücksetzen. Ich hänge den Wagen vor, ein Bunker noch rauf und dann können die mir so, wie das aussieht. Und dann ist es noch was geschafft. So, Wagen voll. Ruhe. 10 Minuten, die machen noch eine Runde und dann bis Mittag. Mittagessen schon riechen. Ah, kein Scheiß. Geil. Ich bin den ganzen Weg gerannt. Nein, bin ich nicht. Da ist der Autowagen. Da ist die rote Crew im Autowagen. Marienpferd, der hat mich hier mal eben rausgeschmissen. Vater kam vorhin aus Richtung Osterfiesel mit dem Schlägler. Ich habe ja dann den Miet 724 geholt und dann haben wir die beiden hier mit den beiden 724 den Wagen rausgezogen und dementsprechend ist dann der Krautschläger hier stehen geblieben und den hole ich jetzt eben weg. Oh, die Sonne knallt, Leute, und das ist jetzt richtig schwül geworden. Im Stehen läuft dir der Schweiß runter und jetzt guckt ihr das an. Hier Staub. Staub. Das ist nicht normal. Es staubt. Jetzt hat er uns bemerkt, verdammt. Heute gar nicht die Kamera mitgehabt. Die habe ich heute Morgen abgegeben, damit Sven das Video schneiden kann. Und irgendwie sind wir drum herum gekommen, dass ich die wiederbekomme. Und heute Mittag bin ich von Wietzendorf wiedergekommen und haben wir den LKW nochmal voll gemacht. Und jetzt nochmal die Plane zudrehen, dass es nochmal Regen gibt. Dass wir morgen früh dann gleich nach Wietzendorf Kartoffeln wegbringen. Ja, das sollte reichen. Das sieht ganz gut aus. Schöne Kartoffeln. Nur morgen früh nicht vergessen, wieder aufzudrehen das Ganze. Und dann
ihr das mal. Ich stelle euch mal hier irgendwo hin. So. Hier ist auch irgendwie nichts magnetisch. Alles aus Alu. Muss ich unterklemmen. Vorne noch ein bisschen fest. Das ist nur, wie gesagt, über Nacht. Das mache ich dann morgen früh wieder lose, bevor es losgeht. Da. So. Das soll doch wohl so gehen dann. Ja, das bisschen Wasser, was dann drauf stehen bleibt, geht dann so runter. Ja, guck mal an hier. Die Halle ist soweit von außen so gesehen eigentlich fertig. Da hinten kommt noch eine Dachrinne ran. Die hat Sven nochmal bestellt. Die machen sie auch noch ran demnächst irgendwie. Und dann ist von außen fertig. Jetzt müssen sie die Tore noch einbauen. Ah, das wird schon geil. Schön Fläche, Dachfläche, Kartoffeln unterstellen können und sowas. Das ist schon cool. Und dann auch der LKW. Und Maschinen. Die können dann auch immer schön trocken stehen da. So, ist ja eigentlich ja, Feierabend. Ne? Ich bin zu Hause in meiner Höhle hier. Will gar nicht zeigen, wie das hier aussieht. Aber naja. Ich versuche hier gerade ein bisschen zu lasern gerade. Wie gesehen, Sven hat ja schon gezeigt, da war ich gerade an so einer Kiste bei. Das wird eine Schalung für Betonklötze. Wir wollen zwei Betonklötze bauen. Für den Kistenfüller, damit der nicht immer wegrutscht, wenn man da mal ein bisschen doller gegenfährt mit der Kiste und mit dem Stapler, dass der nicht immer wegrutscht nach hinten. Und dann kommen da zwei Betonklötze hin und dann wären das ungefähr so 500 Kilo schwere Klötze, zwei Stück. Und da will ich jetzt hier aus einer Platte was auslasern und das kommt dann damit ran und das soll dann mit dem Beton sichtbar sein nachher. Das ist dann hier spiegelverkehrt Rüppers 24. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn wir es betoniert haben. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche irgendwann passieren. Aber jetzt soll er erstmal hier arbeiten. Vielleicht muss ich noch ein zweites Mal rübergehen, damit das Ganze ein bisschen tiefer kommt. Ich bin da jetzt schon bei 65% Leistung. Mehr will ich die Röhre nicht strapazieren von dem Gerät. Aber mal gucken, wie das wird. Bin gespannt. Das sieht ja schon gar nicht verkehrt aus. Da ist genug Kante drin. Das wird auch sauber gemacht, das ist klar. Und dann wird das eingeölt. Und dann spiegelverkehrt kommt er so dann an die Wand ran von der Schalung. Und dann ist das nachher lesbar, wenn es ausgeschaltet ist. Das wird bestimmt geil. Also, mal schauen. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Aber die Klötze brauchen wir sowieso, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Aber da bin ich ziemlich zuversichtlich. Da fragen wir mal den Maurer, ob er ein bisschen Schalöl über hat für uns. Und dann klappt das. So, jetzt mache ich davon noch ein zweites. Für den zweiten Klotz. Ah, so. Guten Morgen. Und schon geht's los. Donnerstag. Stumm.
gegoogelt da so. Donnerstag, 5. September ist heute, glaube ich. Ja. Gleich geht's weiter. So, gestern Abend, wir lagen gerade schon im Bett, da hat es gedonnert wie Hölle. Mega Gewitter. Aber es waren nur 5 Liter, nee, insgesamt 6 Liter im Regenwasser. 2 von dem Gewitter und davor nochmal 5 gestern. Also weniger als gedacht. Ich denke, das ist 7. Zumindest hier. Da hinten wird es schwieriger. Aber die Sorte, das müsste eigentlich hinhauen hier. Schauen wir mal, nee. So, mal schauen, was der Tag so bringt. Wenn wir die Kippe alle voll haben, ist sowieso Schluss. Jens ist jetzt los nach Wietzendorf. Der wird so gegen 11, denke ich mal, zurück sein. Und bis dato, ja, kriegen wir natürlich jetzt nicht so ganz viel Wagen wieder leer sortiert. Mal schon schauen, wie das läuft. Gleich erstmal nochmal einen Muldenkipper wieder anhängen. Diesem Schlepper muss er wohl noch eine neue Lichtmaschine spendieren. Teufel. Die ist ein bisschen schwach auf der Brust, da kommt nicht mehr viel. Wenn das ein bisschen kalt wird, irgendwann, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr anspringen.
kriege ich die Batterie nicht anständig voll. Und an der Batterie kann es nicht liegen, die ist letztes Jahr neu gekommen. So, und wenn ich das richtig in Erinnerung, Herrschaften, habe, dann wird der Mais hier nächste Woche auch weggehackt. Ich glaube, der Nachbar wollte nächste Woche hacken. Nächster.
nächsten Tandem fahre ich hin, dann werde ich gleich abgeholt und ja, dann können wir danach anfangen durchzutauschen und den ersten Wagen leer zu sortieren. So wäre zumindest der Plan. Warum ziehst du die Handbremse nicht an? Wo soll der Wagen hier hinrollen? Oh, der erste ist schon voll. Jo. Ich hole da hinten den Stock noch mal eben weg. Nach dieser Sorte machen wir Schluss für heute. Dann sortieren wir das in Ruhe durch. Das wird heute dann tatsächlich zu heiß. Ich habe gerade noch mal geguckt, 30 Grad sind angesagt. Das ist zu krass. So. Ja, diese Seite ist sowieso zu nass. Da brauchen wir jetzt nicht wühlen. So, Stöcker können weg. Ach, Mann, ey.
nach hinten. Sagte, dass er gegen 11 zurück ist, und zwar muss der LKW zur SP. Und das ist morgen der Termin, und wir holen jetzt, bringen ihn heute schon hin. Wenn er schon mal unterwegs ist, hole ich Jens jetzt eben ab. Und der Gedanke ist, ich habe eigentlich noch einen Termin, der wusste nur noch nicht wann. Wenn er jetzt nicht zwischendurch anruft, dann fahren wir dann noch eben schnell zum Feld und holen den Tandemkipper da ab. Ich habe eben noch den zweiten 18-Tonner rangefahren. Wir können ihn noch eben weiter sortieren. Und dann machen wir ja, Nachmittag den Tandem noch leer. Auch durchsortieren. Ja, das ist so der Plan. Vor uns ist ein Keiler. Also zwei Autos und dann ein Keiler. Und das Auto vor mir, das blinkt seit der Kreuzung da hinten durchgehend. Man merkt das doch, wenn man blinkt, oder? Blinkt permanent links. Man merkt das doch, wenn der Blinker an ist. Ist doch kein alter Trecker oder Motorrad oder sowas. So, ist er schon da oder nicht? Jo, ist er. Guck an. Jens parkt noch eben ein und dann geht's wieder los. Klarheiten haben wir alle beseitigt. Ein Leuchtmittel können sie noch eben tauschen. Und dann sollen sie mal grob rüber gucken, ob sie bei dem, sag schnell, Hydro-Drive was finden können, warum das nicht zieht.
Aber jetzt nicht groß aufschrauben, da haben wir auch keine Zeit für. Also weder die noch wir. So, sagt er. So, dann fällt. Ein bisschen spielen. Will er mich belästigen hier? So, LKW ist in der Werkstatt. Der hat SP-Prüfung, Sichtprüfung, Sicherheitsprüfung. Die gucken einmal alles durch, ob Bremsen und sowas in Ordnung sind. Birne vorne links ist noch defekt gewesen, die machen es auch gleich mit neu und dann gucken sie auch mal nach dem Hydro-Drive, ob da noch irgendwas mit gemacht werden muss. So, und jetzt hat Sven mich hier gerade auf dem Acker rausgeschmissen. Jetzt haben sie heute Morgen ja noch gerodet hier. Die müssen noch zum Platz, die müssen ja noch sortiert werden. Ja, wir haben wir bis Mittag noch zu tun, da denke ich mal. Mal schauen. Und ich mache mein Projekt weiter. Zündung. So. Nein. Das wollen wir nicht. Gut, so, bis gleich. Jo, wir machen jetzt Mittagspause und die machen jetzt weiter. Und da hinten wird gleich noch ein bisschen betoniert. Es geht voran. So, Betonauto ist auch da. Leider ein bisschen früh. Naja, also ist ja alles gut, aber sonst hätten wir Jens Schalung noch vollschütten können. Das wird jetzt nichts mehr. Denn beim nächsten Mal. Also hier in der Wand. Da wird noch zweimal betoniert, bis sie fertig ist. Beim Haus wird die Decke ja dann noch betoniert, also Beton kommt noch genug. Dann machen wir es nächstes Mal. Ich weiß nicht, ob Jens euch das erzählt hat, wofür das ist. Ich weiß nicht mal, ob er euch das gezeigt hat, was er baut. Auf jeden Fall macht er gerade eine Schalung für zwei Gewichtsklötze, die wir hinter diesen Kissenfüller stellen wollen, damit der nicht immer verrutscht. Letztes Jahr haben wir da Kartoffelkisten volle hintergestellt, aber das ist alles Kacke. Da nimmt zu viel Platz weg. Ne? Ja, da kommen schöne Stablösen rein, aber das kann Jens euch auch zeigen. So, ich warte jetzt auf einen Termin, der wollte eigentlich jetzt hier sein. Ja, ich habe das Essen eben schnell reingeschlungen, aber jetzt ist er noch nicht da. Ha. Herzlichen Glückwunsch, könnt ihr das sehen? 32,1 Grad Bratmensch durch. So, ich parke jetzt hier alles wieder um. Ach, der Bunker ist leer. In der Halle wird sauber gemacht, der Betonmischer ist weg. Pflastersteine liegen hier auch noch am. Den noch umstellen, dann hänge ich den Akkulinerzug wieder zusammen und stelle den an der Seite. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir morgen weiter ruden können. Mal schauen. Oh, wenigstens geht ein bisschen Wind. Der Wagen hinterm 716 muss nach hinten und dann haben wir es. Pick fein.
Scheiße, ist der zugegangen hier. Sau. Fuck. Ach, geht doch. Was soll denn sowas? Mann, geh doch dahin. Ich habe jetzt die Schalung fertig für unsere beiden Würfel hinten für die Kistenfüller. Ja, die haben wir noch gefunden, die werden damit einbetoniert. Dann kann man da mit der Gabel reinfahren und kann die dann vernünftig setzen. Ich hoffe, das reicht so. Eisen ist genug drin. Die Dinger stehen ja auch nur und halten was fest. Das ist nicht so, dass die da hin und her bewegt werden ohne Ende. Sie stehen erstmal eine Zeit lang da und dann muss das eigentlich so gehen. Ich denke mal, das reicht. Und nachher ist der Beton drüber, da sieht man auch sowieso nicht, wie viel Eisen drin ist. Nee, ist egal. Okay. Ja, soweit bin ich jetzt erstmal und dann suche ich mir die nächste Aufgabe. Kartoffel ist im Moment heute nichts mehr. Dafür ist es zu warm. Sven ist da schon am Vorbereiten wieder. Ja, mach die Witzendorf-Tour fertig für heute Nachmittag, damit Johann gleich los kann. Na gut. So, da hinten kann man schon ein Stück vom ersten Tor sehen. Guck mal da, geil. Geilomat. Es wird. Also die wollen morgen fertig werden. Morgen ist Abreise. Thank you.
Scheiße, da sind ja noch welche. Mann, ey. Oh. Fuck. Ja, Chef. Zehnmal am Tag das Telefon innerhalb von einer halben Stunde klingelt, wirst du einfach blöd im Kopf. So, komm, los, jalla. Ich dachte, ich hätte alle.
Freitag, 6. September, 10 vor 8. Wir sind mit Jürgen um 8 auf dem Feld verabredet. Nächste Sorte Saatkartoffeln rausnehmen. Und ich habe hier die alten Akkuliner. Jens kommt gleich mit dem Tandem. Aber erst die beiden Tandem voll machen, diese eben mit dazustellen. Das müssten 4-5 Wagen oder sowas da werden. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ich habe Wetterberichte geguckt und der holländische Wetterbericht spricht von 55 Liter Regen am Montag und 22 am Dienstag. Die anderen Wetter-Apps wissen da gar nichts von. Da stehen ein paar Tropfen Regen. Ich hoffe doch tatsächlich sehr, dass die anderen recht haben. Das wäre fatal. 70 Liter in zwei Tagen wäre, über 70 Liter wäre sehr fatal. Das wäre gar nicht gut. Naja, mal schauen. Es ist im Moment natürlich jetzt letzte Nacht kaum runtergekühlt. Das heißt, bei den Kartoffeln auch schwierig. Morgen früh soll es irgendwie 12 Grad geben. Da müsste ich mir morgen früh einfach mal eben alles aufreißen. Ich habe heute Morgen früh auch alles aufgerissen, Lüftung an. Das hat 2 Grad noch wieder gebracht in der Halle, im Lager. Also in den Kartoffeln natürlich nicht, das dauert länger, aber in der, zumindest die Raumtemperatur haben wir 2 Grad runtergekriegt. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche soll es deutlich kühler werden. Von daher passt das alles noch rein. Was war noch? Achso, da waren ein paar Kommentare, warum ich denn jetzt offene Brille auf habe. Ob ich das neu ist, ob ich vorher Kontaktlinsen hatte. Alles nein. Also wer schon länger guckt, weiß auch, dass ich schon öfter eine Brille habe. Jetzt endlich habe ich eine Gleitsicht bekommen, mit der ich mich auch umgucken kann. Ich hatte damals ja mal eine neue Gleitsicht. Da habe ich auch gesagt, ah, das ist alles blödig. Kann ich nicht rückwärts fahren, weil ich dann nicht sehen kann. Und da hatte jemand von euch kommentiert, ja, sprich doch mal mit dem Optiker, man kann diesen Trennstrich auch tiefer setzen lassen. Das habe ich im Hinterkopf behalten, hatte dann aber eine Brille ohne Gleitsicht, ohne nah bestellt. Sehtest beim Optiker gemacht und die Brille war total am Works. Das war dieses Gestell, aber andere Gläser. Konnte ich überhaupt nicht durchgucken, gar nicht. Habe ich dann die alte Gleitsicht wieder benutzt, aber halt nicht beim Treckerfahren bei der Arbeit, weil ich mich nicht umgucken konnte. Hat nicht funktioniert. Naja, dann war ich beim Augenarzt, habe das alles nochmal durchchecken lassen und da nochmal einen Sehtest gemacht. Und mit den Ergebnissen bin ich dann wieder zum Optiker. Da habe ich den mir nochmal zur Brust genommen und gesagt, ich brauche eine Brille, mit der ich mich auch so schräg nach unten umgucken kann und keine Lupe habe. Ja, das ist nicht so einfach. Und dann irgendwann kam man auf die Idee, es gibt ja sogenannte LKW-Gläser für LKW-Fahrer. Habe ich gesagt, probiere ich aus, nehme ich. Ja, müssen wir Sehtest machen. Ich sage, ich will keinen Sehtest machen. Hier sind die Ergebnisse vom Augenarzt. Dem vertraue ich jetzt noch gerade ein bisschen mehr. Ja, aber dann, ja, nein. So, dann haben sie es so gemacht. Und jetzt, final, habe ich tatsächlich eine Brille, mit der ich gucken kann. Es ist ein Träumchen. Wirklich. Am Computer funktioniert, im Nahbereich funktioniert, in die Ferne funktioniert. Geil. Gott sei Dank. So, das zum Thema Brille. Jürgen ist da. Also mal eben gucken, wo wir hier diese Wagen stellen wir uns mal. Genau, dann können wir den Tandem da hinstellen und diese Wagen stelle ich in Reserve erstmal hier hin. Ja, so machen wir das. Die stellen wir hier hin. Gut, mal eben mit Jürgen sprechen.
Moin Jens. Moin Sven. Warum? Also, wir haben hier, da ist Jürgen jetzt gerade bei, vier Reihen, also einmal mit dem Pflanzer hoch, wo es nicht sortenrein ist. Und die will ich nicht mit in eine Kiste sortieren. Die kommen jetzt auf den Zug mit rauf. Das sind ja alle Stärke. Die gehen dann nächste Woche mit nach Wietzendorf und fertig. Die können wir so auf dem Wagen da stehen lassen. Wie gesagt, das ist einmal hoch und runter. Sollen jetzt mit raus, aber ist halt nichts zum Pflanzen nächstes Jahr, weil durcheinander ist nicht gut. Also, wir fahren jetzt nach Hause. Ich sehe zu, dass ich die Klappen in der Halle zukriege. Ich hatte die, habe ich ja vorhin erzählt, die Lüfter hatte ich an, die habe ich schon ausgemacht um kurz nach 7 wieder. Die Klappen habe ich noch offen gelassen, weil es draußen noch kälter war als innen. Und jetzt mache ich die Klappen zu, weil jetzt wird es warm. Wir haben jetzt schon 19 Grad. 8 Uhr 16, 19 Grad. Herrschaften. So. Ich habe gerade Eisautomaten noch schnell nachgestellt. Und da rief Jens an, Tandem ist voll. Also tauschen wir die mal eben einmal durch. 8.39 Uhr. Hier wird Gerüst gebaut. Beep, beep. Mal einen Schluck trinken.
Ja. Sieht gut aus. So, hier haben wir dieser Prodi. Die waren letztes Jahr richtig scheiße. Die sehen jetzt im Moment gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall deutlich besser als letztes Jahr. Mal schauen, wie sie auf dem Band aussehen. Wie taugen die Handschuhe? Ich bin gut, bin zufrieden. Sind auch noch nicht kaputt, ne? Nee, noch nicht kaputt. Mal gucken, wie lange die halten. Ja. Ich habe mal testweise andere Handschuhe bestellt.
Active Grip, ja, wurde mir empfohlen, aber also sie sind sehr bequem. Ja. Die Frage ist, ob die, weil die auch teuer sind, ob die lange genug und halten. Gucken, wie lange die halten, ja, ja, das wird man sehen. Weil beim Kartoffeln abgrabbeln ist das immer so eine Sache. Gut, also alles nach Hause transportieren und dann Kartoffeln sortieren. Sagen, das passt super. Eine traumhafte Kombination. Ja. Oh, 10 nach 12. Noch eben einen Moment laufen lassen, dann machen wir erstmal Mittagspause. Da am Giebel habe ich mich jetzt durchgerungen. Ich habe dann doch noch ein Dachrinne bestellt. In der Hoffnung, dass es passt. Aber das plätschert da so runter. Das war scheiße. Jo. So, jetzt mal heute nicht mehr hinterm Steuer irgendwo. Stapler vielleicht gleich nochmal. So, mal gucken. Nee, ich bin hier auf dem Dach. Tada! Und guck mir das an. Nein, ich bin hier bei der Photovoltaikanlage, die wir euch jetzt vorgestellt haben, die wir ausgepackt haben. Die kommt jetzt hier oben aufs Dach rauf. 1, 2, 3 Elemente. Einer kommt dann dahin. Das sind 4 Elemente, dass dann morgens die Sonne aus dem Osten dann hochkommt. Dann schon mal ein bisschen Strom bringt und der Akku geladen werden kann. Dafür wollen wir denn wir nicht, Sven oder ja, ich vielleicht auch ein bisschen, wenn wir die Fahrräder laden oder das Golfkart aufladen, dafür ist der Akkuspeicher dann auch ganz gut da, den können wir den ganz gut nutzen. Die Anlage ist da, sie soll auch genutzt werden, also bitte, das Wetter passt. Wunderbar, und da sieht man immer Akku voll, Auto kann geladen werden. So soll es sein, mal gucken. Und ich ochse mir hier ein zurecht. Das ist alles ausgemessen, die kleine Leere gebaut, damit ich dann genau weiß, wie weit ich auseinander muss. Und dann muss Sven mir gleich mal die Platten hochfahren. Und dann soll das irgendwie gehen. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Auch gerade, wie ich da unten rankomme, gleich nachher an die Schrauben. Notfalls muss ich es nochmal losmachen, hochklappen, festschrauben, wieder runter und dann wieder quälen. Keine Ahnung, ich werde sehen. Naja, Sven ist da hinten noch mit den anderen beiden, mit Raluca und Marien, die sind noch am Kartoffeln sortieren. Da brauche ich mich gar nicht. Da kann ich mich um sowas kümmern. Gut. Also Steine kriegt das Ding nach wie vor wirklich gut raus. Da kann man nicht meckern. Das ist jetzt von 2 Tandem und einem halben 18-Tonner. Das muss alles was, was man sonst hätte mit der Hand rausnehmen müssen. Also das haut wirklich gut hin. Voll geil. Thank you.
So, Nummer 2. Fast fertig. Noch festschrauben. Habe ich erstmal nur gesichert. Junge, ist das eine Quälerei da unter. Dann passt das so mit den Löchern doch noch nicht ganz so, aber ich fusch mir das schon zurecht hier irgendwie. Ja, was mir jetzt ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass das Kabel, wir haben hier noch einmal Verlängerung, 3 Meter, und das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen bis unten drunter. Da muss ich mal mit Sven schnacken, oder ob wir den Speicher hier oben hinstellen und dann ein Kabel runter, um das dann da anzuschließen. Geht natürlich auch. Hier steht es ja auch dann eigentlich quasi, ich sag mal so, auch mehr oder weniger wettergeschützt. Die Anlage ist ja auch für draußen, die kann man ja auch draußen hinstellen. Das kann die ja ab, dafür ist die ja gebaut. Ja, wie gesagt, ich mache erstmal hier den Klimbim hier fertig und dann mal gucken, was Sven dann sagt, wie wir das dann am dümmsten anstellen. Aber sonst macht das schon einen feinen Eindruck. Wir haben auch keine andere Fläche, wo wir die sonst lassen können. Ich hätte sie ja sonst gerne da unten an der Wand irgendwie rangebaut, aber da ist ja auch Bewegung mit den Schaufeln, und wenn dann da mal einer gegen juckelt, ja, das wäre dann auch ärgerlich. Da haben wir hier schon den besten Platz. Hier stört es keinen, da fährt keiner gegen. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich bin sprachlos. Geht weiter. Ich verstecke mich nicht. Ist nur gerade so gemütlich hier unter. Nee, ich muss jetzt halt die Schrauben in die Paneele kriegen. Da einmal und da einmal. Und das geht schlecht im Stehen, weil so klein bin ich nicht. Da müsste man jemand anders hier haben. Die Kinder könnten das vielleicht machen. Ja, aber die frage ich immer nicht. Zack. Toll. Die ist weg. Ach, komm her. So. Also Zeit. Zack, komm her. Da. Das sieht ja schon gar nicht so verkehrt aus. Kann ich ja doch ein bisschen was. Wetter. Da kommt schon. So. Ja. Wie ein Lieb. Bloß nicht einschlafen, aber jetzt schieben wir das ein bisschen hoch und ärgern uns, dass hier oben noch nichts festgeschraubt ist. Zum Glück bin ich ja nur ein kleiner Mensch. Da oben. Lassen wir jetzt. Ah. Ja, so, jetzt ziehen wir auch noch ein bisschen hoch. So, das geht. Meine Fresse, ey. So, jetzt aber. So. Durch, was guckt ihr da noch hin? Ich bin noch hier. So, dann machen wir.
So, den müssen wir auch. Den hatte ich mir vorhin mal gelöst, vorsichtshalber. Los. Voll der Stümper hier. So, jetzt. Mein Gott. Ich hätte es mir auch einfacher machen können. Ich hätte mir hier ein Loch in die Decke reingesägt. Dann hätte ich von der Leiter aus arbeiten können. Dann wäre das nicht so umständlich. Gute Idee, ne? Finde ich auch. So, die ist hier. Guck mal, die Leute sind der Meinung, ihr werdet nicht mehr da. Ja, ihr seid noch da. Ihr seid auch noch da. Grüß Gott. Alle noch da. Die Esel sind da hinten auch noch da. Ja. Ja. Genau. Da hinten sind die Ziegen. Nur weil die nicht in jedem Video zu sehen sind, heißt das nicht, dass sie weg sind. Ja, ist gleich fertig. So, ich habe meinen Turn getan soweit erstmal. Die sind alle dran jetzt hier, aber wir haben nicht genug Kabel. Wir hatten bloß für, ja, weil der Weg zu weit nach unten ist. Deswegen braucht man die Kabel von den beiden Elementen für die beiden Elemente. Aber zwei laufen jetzt schon mal. Der kann der Akku laden. Da kann man da auch schon mal so ein Golfkart anschließen. Hierfür müssen wir noch 12 Kabel haben, 12 mal 3 Meter. Damit wir dann auch vernünftig hier einmal lang können bis dahin. Soll ja auch einigermaßen vernünftig aussehen, obwohl hier oben keiner hochguckt. Was mich auch ein bisschen beruhigt. Nein, alles gut. Ja. Und dann kommt das da auch mit rein. So, mal gucken. Wie gesagt, ich muss auch noch welche besorgen. Und so sieht das schon gar nicht schlecht aus. Feine Sache. Schon toll, so eine Solaranlage. Gut. Guck an. Wir haben den LKW vergessen. Ja. Fast. Fast. Nicht ganz. Eben kam Jens und sagte, was eigentlich mit dem LKW? Hoppala. Ja. Ja. Jetzt juckeln wir da eben hin, holen den, guck mal da, Kisten. Kisten. Fein. Juckeln wir da eben hin und kann Jens mit nach Hause nehmen. Und dann müssen wir den Elektriker noch einmal wieder juggeln, ne? Ja. Aber dann haben wir es auch fast geschafft für heute. 5 vor 5. In der Viertelstunde ist eigentlich Feierabend. Nicht, ja. Aber es wird heute nichts. Ja, nützt da nichts. So. Denk, was ist immer. Bis gleich. Ja. Gib Schubrakete. Ist er ja. Ist er ja. Schön hier vorne gleich. Ja, fantastisch. So denn. So, ja. Dabei. Soll ich denn nochmal hingehen oder so? Einsteigen, wegfahren. Okay. Den Rest kläre ich mit ihm am Telefon am Montag. Und der Rest ist, dass die gemerkt haben, dass das Hydro-Drive tatsächlich ein Problem hat. Also, es funktioniert nicht. Aber sie haben es natürlich in der kurzen Zeit nicht fertig gekriegt. Eventuell können wir ihn Mittwoch wieder bringen. Wir haben nächste Woche 2 Wietzendorf-Lieferungen zu wenig gekriegt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum das so ist. Auf jeden Fall ist es dann so, dass wir Mittwoch fertig sind für nächste Woche mit Wietzendorf. Dann könnte der LKW hier Mittwochmittag nach der Tour wieder her. Wenn die dann in der Werkstatt Zeit dafür haben und dann können die bis Freitagabend, so wie heute, jetzt da bleiben. Ne? Vielleicht schaffen sie es dann, das wäre ja schön. Lassen wir uns überraschen. Jetzt aber erstmal wieder flott nach Hause.
Ja, gerade von der Werkstatt zurück. SP haben sie gemacht, hat auch funktioniert alles, ist auch in Ordnung. Nur mit dem Hydro-Drive, da ist wohl ein größeres Problem. Und da müssen sie jetzt erstmal rausfinden, was das sein kann. Und da ist der Kollege den ganzen Tag schon am Telefonieren und am Machen und am Tun, um da irgendwo den Fehler zu finden. Ganz genau, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, weil der gerade am Telefonieren war wieder mit dem Hersteller da. Das werden wir nächste Woche mal sehen. Mal gucken, ob wir den Mittwochmittag wieder hinkriegen. Ob die dann Zeit haben, dann können die da zwei Tage dann da dran rumbasteln und den Fehler suchen. Mal gucken. Wäre schon schön, wenn es dann funktioniert. Nur so müssen wir uns jetzt erstmal zurückhalten mit dem Geländefahrten. Weil wie gesagt, es hat sich ja gar nichts bewegt vorne an den Rädern. Also. Und es ist ja auch was da, die haben den Fehler ja auch gefunden, mehr oder weniger. Naja, wir werden sehen. Er ist wieder zu Hause. Fest, ne? Ja, noch fest kommt ab. Ne? Gut, hier wird keiner mehr geben. So, ne, hier kommt lassen wir hier oben liegen. Den lassen wir hier oben liegen, dann wissen wir, wo er ist. So, jetzt müssen wir noch ein Loch bohren für die Scheißkabel. Das Kabel würde ich sagen, aber hier rüber. Da, ja. Such mal im Bohrer. Ja. Die haben es aber nicht ordentlich gewaschen, die PV. Guck mal. Der kann aber ganz schön hoch, wa? Hier ist Schluss. Ja, hier ist Schluss. Alarma! Alarm! Scheiße. Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Hilfe! Vielleicht musst du die Stützen ausfahren. Aber kipp uns nicht um. Hilfe! Oh, Gott sei Dank, es geht abwärts. Ja, die Hose voll. Nein, noch nicht. Was piept der hier so rum? Der geht mir auf die Nüsse. Wahrscheinlich, weil wir das Ding ausgefahren haben hier oder so. Ich hatte doch die Hose voll. schwarzes Wasser mit Eiswürfel. Wir machen einen Lichttest. Ja. Ich habe die Kamera. Zack. Jens bedient den Schalter. Also wir haben noch nicht die echten Schalter, aber wir können jetzt auf jeden Fall mal einmal das ganze Licht anmachen. Da ist doch noch nicht ganz dunkel, aber sollte gehen. Kannst du was sehen? Ja. Oder soll ich den Weg leuchten? Nein. So, Achtung, Leute. Oh. Wahnsinn. How hell ist dies? Ja. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist echt mal geil. Ja, natürlich, da hatten ja auch welche geschrieben, dass das Weiß natürlich anders reflektiert als das Schaumgelb. Ja, richtig, aber. Das ist so, aber mein Gott. So jetzt hier zum Arbeiten ist das super, das ist doch Wahnsinn. Ja, wenn wir jetzt noch LED in denen, guck mal, die sind auch übrigens gar nicht an gerade. Nee. Wenn wir da noch LED drin haben, ja, dann passt das hier. Genau. Läuft sich alles zurecht. Peak fine. Ja. Die Hallenbauer sind abgerückt. Die sind fertig, ja. Die Wand ist jetzt auch höher gemauert. Die Wand ist auch hochgemauert. Ja. Auch geil. Also Halle fertig, Tore fertig, Tore funktionieren. Komm, schalt mal ein Tor. Das muss man auch noch mal eben zeigen. So viel Zeit muss sein. Nur nicht zu langsam. Der Akku wird schwach und das Eis schmilzt.
Oh, der Akku ist schon rot. Jetzt aber ganz schnell. Drückst du Knüpp. Tada! Voll geil. So, den Rest könnt ihr euch denken. Ich knipp's gleich nochmal. Ich brauche noch ein bisschen Akku gleich, ne? Ja. Wir haben ja noch was vor, ne? Genau. Ja, bis gleich. Das ist aber sehr dunkel hier. Wir müssen. Wir gehen dahin. Und Andreas kann uns anleuchten. Ja, von da. Sonst sehen sie uns ja nicht. Jetzt erkennen die gar nicht, dass wir. Oh, Alter, halt dich fest. Jetzt erkennt man gar nicht, dass wir ganz oben sind. Nee, erkennt man gar nicht. Nee. Aber guck mal, so erkennt man uns aber. Ja, auch zu. Also, ja. Wir haben uns jetzt den Spaß erlaubt, aber das sieht man ja alles nicht mehr. Nee. Wir sind zu spät dran. Ja, richtig. Egal. Ja. Wenn ihr Spaß gehabt habt, lasst den Daumen da, einen Kommentar, wie doof wir sind. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video am Donnerstag schon wieder. Geht's weiter, ne? Genau. Jo, so machen wir das. Wunderbar. Also, Dankeschön, reinhauen. Füssing! Der blendet uns. So, schnell nach unten, ich habe Angst. Ja, okay. Ah, ist das hoch. Man, gut, dass die das nicht sehen. Die sehen auch nicht, dass es gerade mega wackelt hier. Das ist richtig, ja. Das wackelt extrem. Hör auf zu schaukeln! Ich schaukel doch nicht. Oh. Du musst hier Licht machen. Man kann nichts erkennen. Da unten blinkt es. Jens, wir brauchen so ein Scherenpodest hier. Ja, ne? Das ist schon cool. Ja, wir müssen eins kaufen. Also wenn jemand ein Scherenpodest über hat, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Ja. Ruf mich an. Ruf mich an. Ruf mich an.